Fußball und locker laufen. Kropseln, mal alles locker machen. Aufschütteln. Okay, Fäuste nach vorne drehen. Von unten nach oben, von unten. Immer Wechsel. Handgelenke mal aktivieren. Und die Arme nach links und nach rechts drehen. Hände auf die Schultern und die Schultern nach vorne. Nach hinten. Und beide Arme gleichzeitig. Wenn die Arme nach unten gehen, leicht nachfedern in den Knien. Und mal als Windmühle. Linker, rechter Arme wechseln nach vorn. Nach hinten. Seitlicher Hampelmann. Locker weiter dribbeln auf der Stelle und mit dem linken Ellbogen zum rechten Knie, Zwischenschritte und Wechsel, andere Seite. Und wieder auf der Stelle locker hopsen, Arm dann fein aufschütteln. Die Hände in die Hüfte stützen. Oberkörper, zweimal rechts, zweimal links. Die Füße schließen und zweimal den linken und rechten Arm nach oben ziehen, unter die Achsel. Rücken gerade dabei. Und jetzt noch eine Wiederholung. Bam, 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 bam. Wieder locker machen. Arme nach vorne und paddeln. Kreisen und dabei die Arme auseinander. Und andere Richtung. Und wieder Wechsel und die Arme langsam wieder zusammen. Weiter kreisen. Und die Arme am Winkel. Von hinten über den Kopf nach vorne ziehen. Schön die Schultern dicht am Ohr vorbeiziehen. Leicht in die Knie. Wechsel von vorn nach hinten. Und wieder. Locker machen, auf der Stelle dribbeln. Die Füße schließen und mit den Fingern runter zu den Fußspitzen und oben zweimal nachfedern. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und einmal noch, komm. Eins, zwei, drei, vier. Beine leicht grätschen, Hände vor die Brust, zweimal nachfedern und die Arme strecken. Zweimal nachfedern auf dem Fußball. Und wieder locker laufen, Arme aufschütteln. Wieder stabil aufstellen, Schulterbreit und die Arme hinterm Rücken. Zweimal nachfedern. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und wieder locker laufen. Locker machen. Und Hampelmann, seitlich. Und komm.
Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und wieder noch. Arme nach vorn paddeln und dann die Arme am Körper vorbei schwingen. Einmal links, einmal rechts, links, rechts. Und wieder noch am Körper an. Wieder stabil aufstellen. Hände vor die Brust, Hände vor das Kinn, Oberkörper kreisen. Eine Richtung aussuchen, dann leicht nach vorn, nach links, nach hinten, nach rechts. Und schön kreisen. Atme dabei, wechsel in die andere Richtung. Und wieder locker laufen. Beine wieder auseinander und mit der linken Hand zum rechten Fuß und wechsel rechte Hand, linker Fuß. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Oberkörper aufrichten, weiter rotieren. Und legt eure Hände an den Hinterkopf. Körperschwerpunkt bleibt in der Mitte und es drehen sich die Schultern. Zweimal nach links, zweimal nach rechts. Und locker machen. Nochmal den Kopf ins Genick liegen und die Schultern schön weit und gründlich nach hinten rollen. Die Arme bleiben gestreckt am Körper. Mal tief durchatmen, Kinn auf die Brust legen, Schultern nach vorn rollen. Und die letzte Aufwärmübung. Wir stellen uns wieder bequem, schulterbreit auf. Ziehen den Kopf rüber nach links und halten die Spannung. Langsam wechseln, rüber nach rechts. Soweit wie es geht, Rücken gerade, Spannung halten. Wir stoppen in der Mitte, Kopf nach hinten, Kopf nach vorn. Immer wechseln. Nach hinten, nach vorn. Nach hinten, nach vorn, nochmal rüber nach links. Spannung halten, wechsel rüber nach rechts. Spannung halten und nochmal die Mitte. Kopf nach hinten, Kinn auf die Brust. Und locker machen. So, lasst uns einsteigen. Also ich bin gut aufgewärmt. Ich hoffe, ihr seid auch muskulär, gelenkmäßig, kreislaufmäßig da. Wir gehen in die Boxstellung. Wir gehen nochmal die Grundschläge durch. Erst im Stand, dann gucken wir mal, dass wir das ein bisschen verbinden mit Schritten. Einfach eine kleine Grundschule nochmal zur Auffrischung. Wer das noch nicht gemacht hat, der kann dann gleich mitmachen und ein bisschen die Grundtechnik lernen. Wer das alles schon drauf hat, der kann einfach ein bisschen mitüben. Das kann nicht schaden. Ich werde das alles in der Linksauslage machen, also für die Rechtshänder. Ja? Normalerweise stehe ich an der Rechtsauslage, bin ein Linkshänder, aber der Großteil der Menschen schreibt mit rechts. Deswegen mache ich jetzt auch in der Linksauslage die Geschichte vor. Boxstellung. Ja? Also der linke Fuß ist leicht nach vorne gestellt, der rechte ungefähr schulterbreit ein bisschen weiter nach hinten gestellt. Fäuste nach vorn, die linke gerade rotiert nach vorn, indem ihr die Schulter, die Hüfte leicht nach vorn dreht. Die Faust, die müsst ihr nutzen, also die darf nicht einfach so inaktiv irgendwie am Arm dran sein, sondern ihr müsst diese nutzen wie so eine kleine Kanonenkugel. Reindrehen, ja? Und zurückdrehen. Diese Rotation hier, bam, das ist im Grunde genommen das Ausschlaggebende für den Schlag. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr meinen Fuß seht, aber leicht reinkippen. Nicht zu weit, nur ein kleiner Impuls. Der Schlag beginnt gleichzeitig im Fuß, im Knie, in der Hüfte. Diese Rotation und dann wird der Arm im Grunde nach vorne gestreckt, das Kinn ein bisschen an die Schulter gezogen und
Und die Faust knallt vorne in Augenhöhe rein ins Ziel. Und zurück. Diese Rotation, ja? Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Reindrehen, reindrehen, reindrehen. Die andere Seite bleibt schön am Körper liegen. Bam, 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 bam. Das gleiche funktioniert mit der Schlaghand, mit der rechten. Stellt euch wieder bequem hin, leicht in die Knie, ja, und dreht vom Impuls her, vom Fuß, vom Knie, von der Hüfte bis hoch zur Schulter, bam, rotiert ihr den Körper rein. Fangt euch vorne ein bisschen auf dem linken Bein ab, bam, und nehmt den Schlag mit nach vorne. Bam, bam. Die Faust wieder reindrehen, ja, also nicht so, sondern wirklich die Kraft übertragen, ja. Die ist dann stahlhart. Bam. Faust schließen, Handrücken gerade halten. Nicht zu sehr einknicken oder nach vorn, sondern wirklich die Handknöchel nach oben und zurück. Bam. 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 Schön locker. Ausatmen. Rein. Rein, mit vorne anfangen und zurück. Machen. Diese zwei Schläge, die verbinden wir jetzt. Ja? Linke, rechte. Linke, rechte. Eins, zwei. Eins, zwei. Ja, die Seite, die aktiv ist, der Fuß, der nimmt so einen kleinen Kick nach oben. Bam, bam. Bam, 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 bam. Aber nicht übertreiben. Ja? Zu sehr rausdrehen, hast du komplett falsches Timing. Zumindest habe ich das Gefühl so. Wer sich dabei wohlfühlt, kann das machen. Aber je knapper und effektiver diese Impulsgeber sind, umso schneller bist du im Ziel. Bam, 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 bam. Der Körper ist in Bewegung. Der Schlag kommt nicht aus dem Arm, sondern aus dem Körper. Vom Fuß, vom Knie, von der Hüfte, von der Schulter. Kraft übertragen vom Arm und die Faust steuert die Richtung und der Ellbogen. Bam, 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 bam. Locker machen. Okay, das versuchen wir mal so ein bisschen mit einem Step zu verbinden. Und zwar, wir schlagen mal die linke Gerade mit dem linken Step. Wir gehen in die Boxstellung, schlagen linke Gerade, linker Schritt nach vorne, nehmt ihr die linke zurück, kommt der Fuß ran. Ja, nochmal. Linker Schlag, linker Schritt, wird der Schlag zurückgenommen, rechter Fuß ran. Einmal noch, dann machen wir das mit der rechten. Hinten abdrücken, vorne setzen, hinten abdrücken, vorne setzen. Ja. So, jetzt kommt die rechte. Dabei wird aber der linke Schritt gesetzt. Bam, bam. Diagonal. Ja? Also guckt mal. Rechter Schlag, linker Schritt. Und wenn die rechte Faust zurückgenommen wird, wird der rechte Schritt angesetzt. Bam, 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 bam. Ja? Nochmal. Oder ich gehe mal hier rüber. Rechts schlagen. Links setzen, rechts ansetzen. Ja, noch einmal. Okay, locker machen. So, das Ganze geht auch rückwärts. Und zwar, wir schlagen mal die linke und setzen den Fuß nach hinten. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hallo Sven, ja, hallo Frank, schön, dass ihr dabei seid. Und nochmal. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
funktioniert das mit der rechten. Jetzt kommt aber der rechte Schlag und der rechte Schritt direkt. Ja? Also ihr merkt, in die Richtung, in die ihr geht, mit dem Fuß setzt ihr als erstes. Ja? Geht ihr nach vorn, setzt ihr immer mit dem vorderen Bein. Egal, ob du links schlägst oder rechts schlägst. Gehst du nach hinten, setzt du immer das hintere Bein als erstes. Egal, ob du mit links schlägst oder mit rechts schlägst. Ja? Okay. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Haken. Wir probieren jetzt mal erstmal im Stand aufwärtshaken. Ja? Rollst du nach oben, wieder die Bockstellung. Jetzt kommt bei den Haken wirklich besonders diese Rotation ja? zum Einsatz. Dann mit dem Haken leicht den Arm absinken lassen und dann steuert der Unterarm, wo der Schlag landet. Entweder oben am Kinn, am Kopf, oder ihr lasst ihn noch ein bisschen weiter sinken und der Schlag geht runter zum Körper, zum Bauch. Linke Aufwärtshaken ist immer ein schöner Leberhaken. Bam. Bam. Ihr könnt variieren. Zum Körper, zum Kopf. Die Faust ist wieder geschlossen. Eine Linie. Handgelenk, Handrücken, Unterarm. Bam. Ja. Bam. Aufpassen, nicht zu sehr einknicken oder irgendwie so anknicken. Ist nicht so günstig fürs Handgelenk. Ja? Und wieder rotieren. Bam. Arm ausstellen. Bam. Bam. Hallo Dirk. Bam. 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 Das gleiche funktioniert natürlich auch mit der rechten. Auch wieder diese Rotation. Bum, bum. Und dann den Arm nach vorn und zurück. Bam. 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 Ja, wenn ihr vorne, wenn ihr diesen Einsatz bringt mit der rechten Hüfte, vorne das linke Bein ist aktiv und fängt diese ganze Bewegung ein bisschen ab. Ja? Bam. Also es ist im Grunde genommen ein Gleichklang. Wenn hier der Impuls losgeht, wird er hier vorne abgefangen. Ja? Vor. Vor. Bam. Genauso in Verbindung. Linker, rechter Aufwärtshaken. Bam, 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 bam. Leicht reinkippen den Fuß, dann Knie, federn die Sache ab, die Hüfte übernimmt die Bewegung und dreht den ganzen Oberkörper mit rein. Bam, 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 bam. Wir nehmen mal ein paar gerade mit, die wir gerade geübt haben. Und mischen. Bam, bam, bam. Gerade aufwärtshaken. Und locker machen. Pause. Ich trinke schnell was. Dann versuchen wir diese Aufwärtshaken in Verbindung zu bringen, wieder mit unseren Schrittfolgen. Ja? Also bei den Geraden haben wir ja gerade so ein bisschen rausgearbeitet. Wir setzen den Fuß als erstes, in dessen Richtung wir gehen. Ja, ist der vordere Fuß in Aktion, nach vorn. Gehen wir nach hinten, ist der hintere Fuß in Aktion. Ja. Das versuchen wir jetzt mit Aufwärtshaken. Ja. Nur den linken Aufwärtshaken. Linker Aufwärtshaken, linker Schritt. Nehmen wir den Aufwärtshaken zurück, setzen wir den rechten Fuß ran. Eins, zwei. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Und noch einmal. Nochmal so drei, vier Schritte nach vorn. Nur links schlagen. Und links setzen. Dann ransetzen den rechten Fuß. Eins, zwei. 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 Jetzt versuchen wir mal mit der rechten. Ihr schlagt die rechte. Und welcher Fuß setzt als erstes? Natürlich der vordere. Weil ihr wollt schnell Raumgewinn haben. Ja? Eins, zwei. Nehmt ihr den rechten Aufwärtshaken zurück, nehmt ihr den rechten Fuß ran. Bam, 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 bam. Ja? Nochmal. Rechts schlagen, links setzen. Bam, bam. Bam, 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 bam. Sehr schön. Okay, jetzt kommt der Rückwärtsgang. Wir wollen rückwärts gehen und links schlagen. Das bedeutet,
Wir schlagen mit dem linken und setzen den rechten Fuß nach hinten und dann den linken Fuß ran. Bam, bam. Nochmal. Links schlagen, rechts setzen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Locker machen. Das Ganze auch mit dem rechten Aufwärtshaken. Jetzt wird es ein bisschen einfacher. Rechts schlagen, rechts setzen und links ranziehen. Super. Und nochmal versuchen, die rechte zu schlagen und zu setzen. 1, 2, 1. Kannst auch mal frontal machen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. Und das Ganze wieder in Verbindung. Links, rechts. Das ist der klassische Passgang. 1, 2, 1. Rückwärtsgang, rechts beginnen, setzen, links hinterher. Und locker machen. Sehr schön. So, wir haben die Gerade gehabt, den Aufwärtshaken und unser dritter Schlag, der Seitwärtshaken. Den gehen wir jetzt nochmal durch. Auch beim Seitwärtshaken können wir schön mit dem Körper arbeiten. Ja? Diesen Impuls, um boom, boom. Ja, wir stellen uns wieder leicht in die Vorlage, Knie ein bisschen flexibel halten und wir schlagen Seitwärtshaken. Kipp den Ellbogen rein. Ja, boom. Was ganz wichtig beim Seitwärtshaken, Faust stabil halten. Ja. Hier gerade am Boxsack kann man sich schnell verletzen, am Daumengelenk oder man knickt irgendwie weg und schon ist das Handgelenk ein bisschen lediert. Und man kann da nicht mehr so hart am Boxsack schlagen. Und das ist dann auch nicht schön. Ja? Also schöne stabile Faust, reinkippen, Unterarm in Augenhöhe. Ja? Hier die Schulter, geht ein bisschen ran an den Kinnwinkel. Ja? Wir stoppen ungefähr, ja, in Körpermitte. Nicht zu weit ziehen und auch nicht den Ellbogen zu weit runter baumeln lassen. Auch nicht zu sehr überziehen. Ja? Das bedeutet, hier Stopp. Die rechte liegt am Kopf und zurückdrehen. Beim Zurückdrehen einfach den Ellbogen wieder ranlegen. Bam. Ja. Bam. 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 Reinkippen. Reinkippen, Schulter ran ans Kinn und zurück. Bup, bup, bup. Wieder Impuls, Fuß, bum, übertragen in den Arm und zurück. Bam, bum. Bam, bum. Das gleiche. Mit der rechten Seite. Wir bleiben wieder in der Boxstellung. Ja. Diese Rotation. Wichtig ist jetzt wieder die Aktivierung des linken Beines, was so ein bisschen den ganzen Schwung abfängt. Bam. Und zurück. Bam. Jetzt kann ich ein bisschen mehr den rechten Fuß einsetzen. Ja. Jetzt kann man so die, bumm, die ganze Bewegungsamplitude so ein bisschen übertreiben. Ja. Rechte Seite. Dabei leicht in die Knie gehen, dass man die Balance hält. Bam. Und zurück. Wieder Rotation. Nicht zu sehr aus der Seite rausgehen. Kann man mal machen, wenn irgendwie ein Schlag kommt und man will beim Schlag ausweichen. Das geht auch. Das ist ein ganz gutes Mittel manchmal. Aber besser der Übersicht, weil bam, ist eigentlich so dieser Körperbalance, Körperschwerpunkt so ein bisschen in der Mitte lassen. Ne? Reindrehen und zurück. Bam. Bam. Hallo Jörg D. Bam. Und zurück. Und ihr seht, die linke ist wie angetackert. Ja? Natürlich eine Aktion, aber wenn man auch voll im, in der Bewegung ist, kann man natürlich nicht ständig die Faust oben haben. Aber man sollte wenigstens bei der Technik das Maximum und die optimale Haltung üben. Ja? Okay, das wieder in Verbindung. Links, rechts. Bam, 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 bam. Körper, Körper. Bam, 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 bam. Locker machen. Diese Schläge versuchen wir auch wieder mit Schritten zu setzen.
Wir starten wieder mit dem linken Seitwärtshaken und dem linken Schritt. Eins, raus den Schlag, zurücknehmen und den rechten Fuß ransetzen. Ganze mit der rechten Seite. Jetzt kommt wieder dieser Diagonalgang zum Einsatz. Also wir wollen schnell nach vorn, schlagen rechts und setzen mit dem vorderen Bein um, haben ein bisschen Raumgewinn, sicher links ab, ziehen den Arm ran und setzen den rechten Fuß ran. Das Ganze im Rückwärtsgang. Wir wollen rückwärts gehen, deswegen hintere Beine als erstes setzen. Wir schlagen aber mit links. Links schlagen, dann ransetzen. Bam. Ist ein bisschen komisch, bam. Aber Koordination kann man nicht genug üben. Bam. 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 Nochmal links. Okay, locker machen. Das Ganze mit der rechten. Jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher vom Ablauf. Rechter Schlag, rechter Schritt, dann zurücknehmen, links ransetzen. Bam. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Bam. 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 Ja, noch eine Bahn. Und bam. Bam. Raumgewinn. Und Schlag. Absichern links. Bam. Okay. Und locker machen. Wir gehen nochmal die Grundschläge durch, aber diesmal im Freestyle. Ja, wir suchen uns jetzt die Schläge aus und bringen das quer durcheinander geschlagen. Genauso sauber die Schläge. Immer wieder kontrollieren, geht eine Faust raus. Ist die andere Faust am Kopf und das Ganze mal mit Schritten, ja? Im Passgang, links, rechts, Rückwärtsgang, auch im Passgang, rechts beginnen, rechten Schritt, links, rechts, links, rechts. Und nochmal Vorwärtsgang. Eins, zwei, links, rechts, links, rechts. Und nochmal locker aufschütteln und ein bisschen Freestyle-Boxen. Dabei immer wieder diese Schlagtechnik einsetzen, die wir gerade geübt haben. Aus der Bewegung mal einen Step nach vorn oder nach hinten. Jawohl. Genauso beim Blocken. Den Körper mit einsetzen. Sacken lassen, was trinken und ich würde für meinen Teil heute langsam mit meinem Training schließen und sehe die Rüdiger gerade schon sich fertig machen. Dann würde ich sagen, nehmt noch einen Schluck, danke fürs Mitmachen und dann geht es weiter im Hinten. Diesmal ohne Trainingspartner, sondern imaginär in der Fantasie. Macht das ruhig mal mit, das ist hochinteressant. Viel Spaß dabei. Hey ho, let's go! Natürlich wieder mit Spickzettel. Wer die letzten beiden Hitman-Teams mitgemacht hat, kann
kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass wir immer wieder aus zwei Perspektiven gearbeitet haben. Aus Perspektive von Partner A und aus Perspektive von Partner B. Da wir das Ganze ja ein bisschen verkürzt machen heute, gehen wir das Ganze nur aus einer Perspektive heraus und die Aufgabenstellung erweitert sich immer um zwei Details. Ich habe das Ganze erstmal für 6 Runden geplant. Mal gucken, wie wir so durchkommen. Ja? Also das heißt, wir bleiben heute immer in einer Perspektive. Also Ich-Perspektive. Das Ganze funktioniert wie folgt. Es gibt eine Aufgabenstellung und diese wird dann in der Runde permanent abgearbeitet. Erst langsam, denn was man schnell können will, muss man langsam beherrschen. Ja, also wir gehen langsam Stück für Stück rein. Ich erkläre euch immer wieder, worauf es zu achten gilt. Und dann versuchen wir während der Runde immer wieder auch ein Stück schneller zu werden. Wir starten erstmal mit 2 Details. Und zwar Führungshand gerade und Leanback. Ja? Das heißt also, die Führungshand wird gerade geschlagen. Dann kommt die Angriffsaktion des Gegners. Der verteidigt das ganze Ding ja irgendwie und möchte dann sich entsprechend auch dafür revanchieren und schlägt dann seinerseits. Deshalb immer eine Schlagaktion, Angriffsaktion, eine Verteidigungsaktion. Angriffsaktion aus unserer Perspektive heraus ist die Führungshand gerade. Ja, schön darauf achten. Wirklich ganz gerade, ganz straight nach vorne. Der Ellbogen bleibt in. Wird also nicht seitlich ausgestellt, sondern bleibt in. Der ganze Körper dreht nach vorn, der Kopf bleibt in der Mitte und dann haben wir so ein richtig schönes Florett. Dann kommt die Führungshand zurück. Wir sehen schon, dass unser Gegner selber was vorhat und schlägt und diesen Schlag verteidigen wir im Leanback. Heute werden wir die ganze Zeit aus einer Position heraus arbeiten. Also wir werden uns nicht großartig auf den Beinen bewegen, weil wir ja die letzten beiden Male auch nicht so groß gemacht haben. Aber wir versuchen heute mal wirklich den Spot zu halten. Sieht man ja immer mal wieder, dass die Leute sich gegenüberstehen, ja, und dann verteidigen und schlagen, meistens am Seil oder in der Ecke. Und genau so eine Situation gehen wir heute mal Stück für Stück durch und basteln uns Runde für Runde immer noch ein paar Details dazu. Also wie gesagt, jetzt geht's los. Führungshand gerade, Leanback. Beim Leanback schön drauf achten, auch ruhig hinten mit dem Bein mitarbeiten, zack, einen kleinen Schritt nach hinten machen, dann kommen wir am Oberkörper ein Stück weiter nach hinten. Also dann fangen wir an. Führungshand gerade, Leanback. Wer möchte, kann auch einen kleinen Schritt machen bei der Führungshand. Pop, pop. So, dann stehen wir aber ziemlich weit auseinander. Das heißt, wenn wir bei der Führungshand mit Schritt nach vorne arbeiten, müssen wir nach der ganzen Aktion das ganze Ding wieder so ein bisschen korrigieren. Jetzt wieder ohne Schritt, Führungshand gerade, Leanback. Gerade, Leanback. Schön ausrichten immer wieder, sodass das Gewicht auf beiden Füßen gleich verteilt ist. Also dann, Führungshand gerade, Leanback. Führungshand gerade, Leanback. Die Fäuste bleiben trotzdem oben. Oft sieht man, dass der Fehler gemacht wird, dass beim Leanback das Gleichgewicht immer so ein bisschen mit den Armen ausgeglichen wird, ja? Dass man weiter nach hinten kann. Wenn man nicht weit genug nach hinten kommt, kriegt man das Ding ab. Wenn man die Fäuste hier hat, kann man immer noch irgendwas dazwischen werfen. Gut, erste Minute haben wir weg. Machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Pop, 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 pop. Wer möchte, kann auch gleich noch einen Block mit einbauen beim Leanback. Zack, 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 zack. Ja, immer wieder ausrichten, Füße schulterbreit, halbe Schrittlänge, dann geht's los. Führungshand gerade, Leanback. Und die Füße wieder ausrichten. Zack, zack, pop, 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 pop. Und wenn ich ein bisschen ungelenk, hab so ein bisschen Rücken heute. Gut, also nochmal kurz die Hüfte drehen und los geht's. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal in der letzten Minute zusammenzupacken. Das war immer in einem Durcharbeiten. Zack, 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 zack. Ganz so gut geht's nicht. Also nochmal. Zack, 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 zack.
mitnehmen. Und dann können wir relativ schnell hintereinander wegarbeiten. Wichtig ist, dass der hintere Fuß immer wieder in die richtige Position kommt. Nicht zu eng zusammen, nicht auf einer Linie, sondern immer wieder so, dass wir halbe Länge haben und schulterbreit stehen. Zack, 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 zack. Und wieder zusammen. Pop, 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 pop. Nicht durcheinander kommen, dann wieder sammeln. Zack, 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 zack. Gut, sehr schön. Den Timer mal bitte kurz aus, dass wir in Ruhe erklären können. Denn wir erweitern um zwei weitere Details. Also wir hatten gerade Führungshand, gerade Lean Back. Dann kommen wir wieder mit der Schlaghand gerade und verteidigen den nächsten Schlag wieder im Lean Back. So dass wir das Ganze Führungshand gerade, Lean Back. Und jetzt drücken wir uns zurück aus dem Lean Back und bringen gleich die Schlaghand mit und gehen wieder zurück in den Lean Back. Ja, also das war wie so ein Grashalm im Wind, immer wieder hin und her wehen. Ja? Wir gehen nach vorne, greifen an im Oberkörper, gehen nach hinten, lassen aus und kontern entsprechend wieder und lassen wieder aus. Ja, der Gegner hält seine Position, das heißt, wir schlagen Führungshand gerade, gehen in den Lean Back, Schlaghand gerade, gehen in den Lean Back. Gut, auf geht's. Langsam, ganz in Ruhe. Führungshand gerade, Lean Back. Schlaghand gerade, indem wir gleich wiederkommen aus dem Lean Back. Ja, diese Rückholbewegung, Auslassbewegung nutzen wir gleich wieder, um in den Angriff zu gehen. Wir haben also die Schlaghand gerade geschlagen, ziehen jetzt die Schlaghand zurück und gehen gleich wieder in den Lean Back. Nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, das versuchen wir das Ganze jetzt mal flüssig hintereinander weg. Ha, 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 ha. Ja, und dann merkt ihr schon, das ist gar nicht so einfach. Wichtig ist, dass ihr also immer schön straight nach vorne guckt. Sobald ihr so ein bisschen euch seitlich orientiert, kommt ihr aus dem Gleichgewicht. Ja, wenn ihr schön nach vorne guckt, dann seid ihr immer schön im Gleichgewicht. Auch wenn er durcheinander kommt, wieder neu ausrichten. Zack, 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 zack. Sehr gut. Und jetzt achtet darauf, dass wirklich alles zusammenpasst. Schlag trifft, Schritt setzt unten auf. Ja? Rückholbewegung. Die Faust ist drin, hinten der Fuß jetzt auf. Nochmal. Zack, 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 zack. Jawohl. Immer wenn er durcheinander kommt, ein bisschen langsamer werden, denn es gilt der Grundsatz, was man schnell können will, muss man langsam beherrschen. Und beherrschen heißt, man muss nicht mehr drüber nachdenken, wie man es tut, sondern nur noch, wann man es tut. So, die letzte Minute läuft schon. Wir versuchen noch mal ein bisschen mehr Gas zu geben. Hopp, 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 hopp. Schönen Rhythmus. Gerne ein bisschen Musik dazu anmachen bei euch und dann im Rhythmus. Tak, 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 tak. Wie der Grashalm im Wind. Hopp, 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 hopp. Und schon klingelt's gleich. Gut. Kurz mal die Uhr aus, bitte. Dann geht's weiter mit Runde 3. Puh.
Also wir hatten Führungshand gerade Leanback, Schlaghand gerade Leanback. Danach dann geht es weiter mit dem Führungshand Seitwärtshaken und gleichzeitig die Seitwärtshakenbewegung nutzen zum Durchrollen. Ja? Also, Führungshand gerade, Leanback. Schlaghand gerade, Leanback. Dann ging es weiter, Führungshand seitwärts. Ja, da sind wir hier schon ziemlich rum, von der Seite soll der Schlag kommen. Wir rollen also durch. Das heißt, die Faust kommt zurück, wir gehen einmal runter und rollen uns dem Schlag entgegen. Und dann geht es wieder von vorne los. Führungshand gerade, Leanback, Schlaghand gerade, Leanback, Führungshand seitwärts, durchrollen. Stück für Stück abarbeiten. Ganz in Ruhe. Nicht hektisch werden. Hektik ist keine Geschwindigkeit. Ja, da läuft nur alles durcheinander. Also Stück für Stück. Fertig werden? Und wir fangen an. Ganz in Ruhe. Führungshand gerade. Leanback. Schlaghand gerade. Leanback. Jetzt krücken wir uns wieder mit dem hinteren Bein nach vorne und gleichzeitig schlagen wir den Führungshand seitwärts an. Top. Runterrollen. Hochrollen. Von vorne. Führungshand gerade. Leanback. Schlaghand gerade. Leanback. Führungshand seitwärts. Durchrollen. Sehr gut. Super. Nochmal. Ganz in Ruhe. Führungshand gerade. Leanback. Schlaghand gerade. Leanback. Führungshand seitwärts. Ja, ruhig den Körper schön rumdrehen. Ihr seht, meine Knie sind gebeugt und drehen sich mit. Ja, dann haben wir den Seitwärtshaken abgeliefert. Ziehen die Faust zurück. Gehen runter in den Duck und rollen dann weiter durch. Ja, nehmt unten den Haken mit beim Durchrollen, sonst schraubt ihr euch nur auseinander. Gut, dann geht es wieder von vorne los. Führungshand gerade. Leanback. Schlaghand gerade. Leanback. Führungshand seitwärts. Durchrollen von vorne. Führungshand gerade. Leanback. Schlaghand gerade. Leanback. Führungshand seitwärts. Durchrollen. Ja, beim Führungshand seitwärtshaken, merkt ihr schon, sind wir im Diagonalschritt unterwegs. Die linke Faust und das hintere Bein setzt nach vorne, also das rechte. Nochmal. Führungshand gerade. Leanback. Schlaghand gerade. Leanback. Führungshand seitwärts. Durchrollen. Sehr gut. Gleich nochmal. Führungshand gerade. Leanback. Schlaghand gerade. Leanback. Führungshand seitwärts. Durchrollen. Nochmal. Bisschen schneller jetzt. Gerade. Leanback. Gerade. Leanback. Seitwärts. Durchrollen. Nochmal. Gerade. Leanback. Gerade. Leanback. Seitwärts. Durchrollen. Nochmal, Stück für Stück. Gerade, Leanback, gerade, Leanback, seitwärts, durchrollen. Auf geht's. Gerade, Leanback, seitwärts, durchrollen. Stück für Stück, immer weiter. Gerade, Leanback, seitwärts, durchrollen. Sehr schön. Nochmal aus der Frontalen. Gerade, Leanback, seitwärts. Durchholen. Und nochmal. 20 Sekunden haben wir noch. Komm, dann schauen wir zweimal. Gerade, Leanback. Gerade, Leanback. Seitwärts, durchholen. Und nochmal. Gerade, Leanback. Gerade, Leanback. Seitwärts, durchholen. Schauen wir sogar nochmal. Gerade, Leanback. Gerade, Leanback. Seitwärts, durchholen. Pause. So, die Uhr wird nochmal kurz ausgemacht. Dann sind wir schon wieder bei Runde 4. Wir waren also Führungshand gerade, Leanback, Schlaghand gerade, Leanback, Führungshand seitwärts, durchrollen. Wir kommen weit wieder mit dem Führungshand seitwärts haken und Verteidigung danach ist der Duck. Okay, Stück für Stück. Oh, dreh mich mal ein bisschen seitlich. Heißt also, Führungshand gerade, Leanback, Schlaghand gerade, Leanback, Führungshand seitwärts,
durchrollen, Führungshand seitwärts, duck. Ja, schön runter und dann auch mal gleich so ein bisschen Block mitnehmen zur endgültigen Sicherheit. Gerade, lean back, gerade, lean back, seitwärts, durchrollen, seitwärts, duck. Okay, habt das im Kopf? Dann wollen wir mal sehen. So Dirk, jetzt bin ich mal gespannt, ob du das alles behalten hast. Los geht's. Gerade, lean back, gerade, lean back, seitwärts, durchholen, seitwärts, duck. Na Dirk, hast du? Sind ja zwei Dirks, Dirk N und Dirk J. Gerade, lean back, gerade, lean back, seitwärts, durchholen, seitwärts, duck. Gut, nochmal. Gerade, lean back, gerade, lean back, seitwärts, durchholen, seitwärts. Gut, bisschen schneller, bisschen schneller. Na dann, ha, 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 boom, boom, ha, ha, ha. Hätte ich doch beinahe zum Abschluss den Duck noch vergessen. Machen wir nochmal. Auf geht's. Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Gut, 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 gut. Mitmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow! Wow, 8 Details. Nicht schlecht. Okay, nochmal. Führungshand gerade, lean back. Schlaghand gerade, lean back. Führungshand seitwärts, durchrollen. Führungshand seitwärts, duck. Gut, nochmal. Zack, 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 zack. Jawohl. Hat so ein bisschen was vom Breakdance, oder? Es fehlt nur noch die Musik dazu. Hip-Hop haben wir immer wieder hier. Damit macht sie das einfach super. Also nochmal. Gerade, lean back. Gerade, lean back. Seitwärts durchrollen, seitwärts duck. Gut. Geschmeidig. In der Hüfte, im Oberkörper, in den Beinen. Nochmal. Gerade, lean back. Gerade, lean back. Seitwärts durchrollen, seitwärts duck. Boah. Ich packe meinen Boxkoffer. Huh. Gerade, lean back. Gerade, lean back. Seitwärts durchrollen, seitwärts duck. Auf geht's. Boah, wer ist denn da, Uli? Gerade, lean back, gerade, lean back. Seitwärts, durchrollen, seitwärts, duck. Nochmal. Zack, 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 zack. Wop, bop, bop. Nochmal locker machen. Gerade, lean back, gerade, lean back. Seitwärts, durchrollen, seitwärts, duck. Sehr schön. Gerade, lean back. Gerade, lean back. Seitwärts, durchrollen. Seitwärts, duck. Okay. Dann, letzte Runde für heute. Dann, darf ich mal? Ja, kleinen Moment. Eine Runde habe ich noch. Gern dann danach. Ich muss mal kurz zeigen, zwischendurch. Guck mal, bin ich drauf. Zwischendurch hier. Du bist nie zu übersehen. Egal, wo du auftauchst. Ja, 6-6, ja, kommt er gleich mal. Perfekt. Machen. Perfekt. Schönes Wochenende. Vorne auf. Beziehungsweise morgen sehen wir uns. Schönen Abend. So, jetzt nochmal schön konzentrieren, bitte. Gucken wir, ob wir das nochmal hinkriegen. Und zwar: Führungshand gerade hat man gerade, lean back, Schlaghand gerade, lean back, Führungshand seitwärts durchrollen, Führungshand seitwärts, duck. Dann kommen wir weiter mit dem aus dem Duck, mit dem Schlaghand aufwärts haken und danach geht es dann wieder in den Leanback. Also heute wird hinten der Rücken nochmal ordentlich beansprucht. Also ganz in Ruhe nochmal. Führungshand gerade, Leanback, Schlaghand gerade, Leanback, Führungshand seitwärts, durchrollen, Führungshand seitwärts, duck, Schlaghand aufwärts, ja, nutzt diese Bewegung gleich, ganz wichtig, ja, wenn ihr den Aufwärtshaken schlagt und ihr fangt an, die Beine zu strecken,
Nehmt den Arm weiter mit. Ja, kurbelt weiter aus dem Schultergelenk. Denn oft genug ist es so, dass mit der Streckung der Beine die Kurbelbewegung aus der Schulter aufhört. Auch weil man sich ja schon mit den Beinen bewegt. Dann verliert der ganze Schlag an Power. Deshalb, wirklich, hochdrücken, wichtig, die Knie nicht ganz durchdrücken, die bleiben immer ein bisschen gebeugt und der Arm kurbelt immer weiter mit. Wenn wir den Aufwärtshaken abgeliefert haben, geht es in die Deckung und dann nochmal in den Lean Back. Ja, dann haben wir immer wieder schön geschlagen und jeden Schlag, den der Gegner versucht bei uns zu landen, haben wir versucht entsprechend auch auszulassen. Nicht einfach nur zu blocken, sondern wir haben wirklich versucht, dass jeder Schlag vom Gegner irgendwo im Leeren landet. Das ist demoralisierend und man hat dann viel besser die Möglichkeit, sich selbst zu etablieren, seinen Stil zu etablieren, seinen Rhythmus zu etablieren, sein Tempo zu etablieren. Ja, und man hat dann zwischendrin auch mehr Ruhe, sich selber zu erholen, wenn man selber in der Lage ist, das ganze Ding zu bestimmen. Also jetzt nochmal zur Erinnerung. Stück für Stück. Führungshand gerade. Lean back. Schlaghand gerade. Lean back. Führungshand seitwärts. Durchrollen. Führungshand seitwärts. Duck. Schlaghand aufwärts. Lean back. So, Cordula, jetzt bin ich mal gespannt, ob du das alles im Kopf behalten hast. Jörg, Deal, ist auch dabei. Mal gucken, ob noch alles im Kopf vorhanden ist. Konzentriert euch. Fertig damit. Führungshand gerade. Lean back. Schlaghand gerade. Lean back. Führungshand seitwärts. Durchrollen. Führungshand seitwärts. Ja, und dann? So schnell geht's. Gerade habe ich mich gefragt, ob ihr alle das noch behaltet. Dann geht's natürlich in den Duck. Zack. Schlaghand aufwärts. Lean back. Nochmal. Ganz in Ruhe. Führungshand gerade. Lean back. Schlaghand gerade. Lean back. Führungshand seitwärts. Durchrollen. Führungshand seitwärts. Schlaghand aufwärts. Lean back. Wow. Das ist aber auch eine Menge Zeug. Nochmal, ganz in Ruhe. Führungshand gerade. Lean back. Schlaghand gerade. Lean back. Führungshand seitwärts. Durchrollen. Führungshand seitwärts. Duck. Schlaghand aufwärts. Lean back. Woo. Und das war erst die erste. Da haben wir noch 2 Minuten, um das Ganze schön zu verfestigen. Auf geht's. Gerade, lean back. Gerade, lean back. Seitwärts, durchrollen. Seitwärts, duck, aufwärts, lean back. Boah. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Nochmal von der anderen Seite. Vielleicht sieht es da ja besser aus. Gerade, lean back. Gerade, lean back. Seitwärts, durchrollen. Seitwärts, duck, aufwärts, lean back. Also ich hab's jetzt im Kopf. Wer noch? Meldet euch nach dem Training. Gerade, lean back. Gerade, lean back. Seitwärts, durchrollen. Seitwärts, duck, aufwärts, lean back. Zack, tack, 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 tack. Zack, 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 zack. Gerade, lean back. Gerade, lean back. Seitwärts, durchrollen. Seitwärts, duck. Aufwärts, lean back. Letzte Minute, läuft schon lange. Nochmal. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, ah, durchrollen. Nochmal. Hopp, 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 hopp. Hopp, durchrollen. Hopp, hopp, hopp. Lean back. 20 Sekunden noch. Letzte Runde. Durchhalten jetzt. Gerade. Lean back. Gerade. Lean back. Seitwärts. Durchrollen. Seitwärts. Duck. Aufwärts. Lean back. 10 Sekunden. Einmal schaffen wir noch. Zack. Ha. 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 Sag ich doch. Gleich klingelt's und dann ist Schluss. Super. Ihr kommt ja alle als Profi wieder. So, vielen Dank. Jetzt noch kleinen Cool Down.
Alles ein bisschen aufschütteln. Oberkörper ablegen, Beine anstellen, ausschütteln. Schön tief atmen, Oberkörper ablegen. Die Beine gebeugt, nach links ablegen, Knie auf Knie. Und der rechte Arm kurbelt einmal durch. Knie bleiben dabei liegen. Noch einmal. Und wir spielen das ganze Spiel auf der anderen Seite. Und der Arm kurbelt durch. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sehr gut. Das linke Bein gestreckt ablegen. Das rechte Bein anwinkeln. Das linke Bein bleibt schön liegen. Das rechte Bein angewinkelt in der Kniekehle greifen, an den Oberkörper ziehen, dort halten. Und dann versuchen wir, das rechte Bein tendenziell zu strecken, während das linke Bein immer noch schön gestreckt liegen bleibt. Ja, das zieht jetzt vom Gesäß bis in die Kniekehle. Super. Ihr könnt gerne auch noch den Fuß dabei anziehen. Das verstärkt den Dehneffekt dann noch etwas. Langsam lösen, Wechsel auf die andere Seite. Sehr gut. Langsam lösen, auf die linke Seite drehen, das linke Bein anwinkeln, mit der linken Hand in der linken Kniekehle fixieren, Oberkörper ausrichten, Schulter, Hüfte, auf einer Linie, das rechte Bein anwinkeln, den Fuß greifen, Hüfte und rechtes Knie auf einer Linie, jetzt die Hüfte nach vorne drücken und den rechten Fuß etwas ziehen, so dass ihr auf der vorderen Seite des Oberschenkels ordentlich zukommt. Nochmal schön nachziehen, immer beim Ausatmen nochmal versuchen, etwas nachzuziehen. Wechsel auf die andere Seite. Mit jedem Ausatmen nochmal etwas mehr Zug. Sehr gut. Langsam lösen. Aufrecht hinsetzen. Bequeme Sitzposition, gerader Oberkörper, Spannung auf Bauch und Rücken. Der rechte Arm wird waagerecht gestreckt vor dem Brustkorb gelegt und die linke Hand greift im Ellbogengelenk und drückt und zieht ordentlich, sodass wir hier schön Zug haben. Langsam lösen, andere Seite. Sehr gut. So, ich hoffe, das war heute nicht zu viel und nicht zu komplex. Gerne immer wieder Rückmeldung. Auch wenn ihr euch das Ganze erst als Aufzeichnung anseht, gerne Kommentare drunter schreiben. Vielen, vielen Dank. Langsam lösen. Mit der rechten Hand von oben auf die Wirbelsäule greifen, mit der linken Hand in den Ellbogen greifen und vorsichtig ziehen. Vielen, vielen Dank an alle Gäste, die uns zuschauen und nicht bei uns Mitglied sind und uns mit einem kleinen Beitrag oder größeren, je nachdem, das schwankt so ein bisschen, aber ist alles vollkommen okay. Vielen, vielen Dank an alle, die an uns gedacht haben, die sich erkenntlich gezeigt haben. Wechsel, die uns damit etwas gewürdigt haben, die uns unterstützt haben und alle, die einfach nicht in der Lage sind und nichts bezahlen können, sind trotzdem herzlich willkommen, hier an diesem Training teilzunehmen, Schulterkreise vorwärts, sich die lange Wartezeit zu Hause etwas auflockern zu lassen, rückwärts, sich zu körperlicher Aktivität animieren zu lassen. Ja, und immer wieder ganz wichtig,
Wir machen das deshalb immer wieder zur selben Zeit live, um euch einen Anhaltspunkt zu geben, um euch einen Grund zum Ritual zu geben, um euch immer wieder einen Anker zu geben. Immer um diese Zeit sind die Meister immer live, immer 1:1 für euch. Wir denken an euch, wir sind für euch da und wir stehen mit euch diese Zeit zusammen durch. Denn wir sitzen alle im selben Boot und wir alle wollen natürlich unser Bestes tun, dass dieses Boot nicht kentert. In diesem Sinne, stay strong, stay healthy, stay home and see you soon.